Guten Abend miteinander. Ich bedanke mich bei den Architects for Future für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit denen ein bisschen reden darf. Ich bin stolzer Besitzer von keiner Theorie, aber von einem Diskurs. Und es ist immer der gleiche. Ich erzähle es verschiedensten Leuten. Und ich habe, also der Vortrag, den ich jetzt den mache, der geht nur 4 Stunden und endet dann abrupt, wenn die 4 Stunde durch ist. Nehme ich hoffentlich ab. Habe ich das letzte Mal, am letzten Tag, wo wir noch können, auf Deutschland, im März, in Mönchengladbach gehalten. Also Mönchengladbach liegt ja auf dem Berg und da ist wieder ein anderes Publikum gewesen, oder? Die meisten sind Veganer gewesen, das habe ich noch gemerkt, ich weiß ja nicht, was gelaufen ist. Bevor ich aber jetzt anfange und meine gefüllten 10 Folien nehme, als so roter Faden, stelle ich euch doch einmal noch die Bücher vor, wo da alles drinsteht, damit ihr das in aller Ruhe im Herbst, wenn es kühler ist, könnt nachlesen. Also das eine ist das Buch, seht man das? Ups. Heißt Die andere Stadt, ist 1,3 Kilo schwer und da steht alles drin. Möchten wir es auf Hochdeutsch halten? Sehr gut. Wie möchte ich einfach? Perfekt. Also, 400 Seiten davon, 120 über die Landwirtschaft. Darum heißt es Die andere Stadt. Und es steht kein Wort über Architektur darin, garantiert. Darum heißt es ja Stadt. Und in Stadt sind ja Menschen, es hat nur Menschen da. Das zweite Buch, das, wo ihr dann nachlesen, wo Sie dann nachlesen können, um was es überhaupt gegangen wäre heute Abend, wenn es nicht so schnell gewählt gegangen wäre, ist ein Buch von Neustadt Schweiz, heißt eben nach Hause kommen, das ist auch der Titel meines Vortrags. Da hat es auch hauptsächlich Zahlen und Fakten drin, sehr viele. Natürlich so arrangiert, dass sie mir gefallen. Das kann man auch noch bestellen oder bei Neustadt Schweiz. Und das dritte Text, den ich empfehlen kann, heißt Zusammen haushalten. Das beantwortet die Frage, ob man in den sozialen Einheiten, die ich da nachher vorschlage, günstiger leben würde als heute. Die Antwort wussten wir schon, bevor wir das Buch geschrieben haben. Ja. Und das dritte Buch, das ist gerade jetzt herausgekommen, das ist eben der Text, den ich in Mönchengladbach vertreten habe. Warum haben wir eigentlich immer noch Kapitalismus oder was auch immer das wirklich ist? Und das kam dann gerade in der Corona-Zeit heraus und kein Mensch hat das je gesehen und gekauft. Aber vielleicht Sie. Gut, jetzt komme ich zu meinem kurzen Vortrag, zu einem Diskurs, würde ich mal so sagen. Es geht vor allem um Zahlen und Fakten. Wie er da bei Ihnen ankommt, das merke ich ja dann, oder? Also, ich würde mal sagen, wir haben 3 Herausforderungen, Ökologie, Ökonomie und irgend so etwas wie Psychologie und Geborgenheit und Demokratie, also die soften Sachen. Bei Ökologie kann man sagen, ja, das Motto heißt Postwachstum. Also bei Ökologie heißt es Degrowth und Postwachstum ist eigentlich das Gleiche, nur etwas verschieden ausgedrückt. Und Ökonomie heißt für mich Commons, also andere Ökonomie. Was heißt das jetzt? Beginnen wir mal bei der Ökologie. Ich nehme jetzt die Zahlen, die sind von Rockström, also in Stockholm. Die Zahlen sind alt. 2005, aber leider nicht veraltet. Das ist immer noch die gleiche Situation. Was Sie hier sehen, ist die Umweltbelastung in der Schweiz. Pro Kopf, also es geht um Menschen, oder? Pro Kopf, nicht pro Quadratmeter. Es ist eine andere Berechnungsart als Ecological Footprint, der ist auch gut. Es geht nicht um CO2, sondern um alles. Also da sieht man, was es geht. Und das geht dann um die Auswirkung. Also bei so wie wir leben, haben wir beim Klimawandel einen Faktor 10 zu viel von dem, was wir machen. Das sieht man da. Wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Die andere kritische Größe, die wir erreicht haben, ist das Artensterben. Da sind wir auch im Faktor 7. Machen wir da vieles falsch. Was genau dann, das steht im Buch. Das will ich jetzt nicht erklären, sonst mache ich einen Vortrag über Ökologie, dauern geschätzte 3 Stunden. Und dann haben wir noch Stickstoffflüsse und Feinstaub. Und der Rest ist in der Schweiz noch nicht kritisch. Also Wasser ist noch nicht kritisch. Das heißt, die Zahlen habe ich schon lange, aber interessant ist jetzt, wenn die Klimabewegung beginnt,
erst 10 Jahre, nachdem ich das herausgefunden habe, dann haben wir eine Klimabewegung und Extinction Rebellion. Warum? Weil das sind die zwei Knackpunkte. Gut, dann kann man es auch noch Belastung der Privathaushalte, das interessiert dann vielleicht etwas mehr, wenn man auch etwas baut. Also die Ernährung belastet die Privathaushalte, das sind jetzt aber die BFS-Umweltbelastungspunkte. Das ist wieder nicht Oxfam, aber spielt keine Rolle. Es gibt viele mögliche Berechnungen. Also die Ernährung macht ein Drittel aus der Umweltbelastung. Das heißt, wir haben eigentlich nicht eine Umweltkrise, sondern eine Ernährungskrise. Dann das Wohnen macht auch ein Viertel aus, das ist sehr dramatisch. Da geht es um Flächen, Heizen und so weiter. Und die private Mobilität, gut, die Zahl sagt nicht viel aus. Das ist auch ein großer Brocken. Der Rest, 35%, das sind dann so Peanuts wie Plastik und so, oder 1% oder solche Sachen. Da kann man sich auch drum kümmern, aber eigentlich müssen wir die drei Sachen unter Kontrolle bringen. Was wir gemacht haben mit Gabor Doka, mit unserem Umweltspezialisten zusammen, ist, wir haben gesagt, ja, wenn wir jetzt das ernst nehmen würden, diese Ökologie, was könnten wir den Leuten vorschlagen, wie sie leben sollten? Also was würde dann, also diese Balken, oder diese schönen da, was würde dann die punktierte Linie erfüllen? Dann haben wir gesagt, wir müssten ungefähr so leben, im Schnitt, pro Kopf, oder? Vielleicht noch 20 Quadratmeter Privatwohnraum, heute sind es 45. Dafür haben wir 2,5 Quadratmeter gemeinsame Fläche. Da sehen wir dann, warum das nötig ist. Wenn das oben so wenig ist, dann wird man ja verrückt, wenn man nicht sich austoben kann. Auto weg, Flüge weg. Hingegen dürfen wir so viel Bahn fahren wie heute. Und das tönt komisch, weil wir fahren ja viel Bahn eigentlich. Aber das Auto ist so schlimm, dass wir gleich viel Bahn fahren können und immer noch Umweltbedingungen erfüllen. Das ist eigentlich die Botschaft hier. Wir können auch Europareisen machen mit der Bahn, wir können auch eine Schiffsreise machen, das sehen Sie alles. Wenn wir Fleisch essen, kann man sagen, ja, gar kein, ist natürlich am besten, aber wenn wir immer noch ein bisschen essen, 15 Kilo, sind wir immer noch drin, problemlos, lieber nicht, aber geht. Und dann wenig Milch, wäre auch nicht schlecht, Wasser spielt keine Rolle. 3 Stunden Internet pro Woche, das Internet ist ökologisch nicht unverdächtig, vor allem wenn man dann noch mit Bitcoins spielt und andere Sachen. Ist nicht unverdächtig, aber 3 Stunden im Schnitt und alle, sagen wir mal, alle Leute über 70, so wie ich, die brauchen das überhaupt nicht und andere haben es wieder mehr. Eine Zeitung für 50 Bewohner, gut, das wären so Beispiele. Das ist willkürlich, ich hätte auch fragen können, wie viele Stühle dann und so weiter und wie viele Tischdecken, aber das sind so Eckwerte. Sie illustrieren schon nur etwas. Es ist dramatisch. Also wir können nicht sagen, wir machen eine CO2-Abgabe zum Beispiel von 20 Rappen und erfüllen irgendwas. Nichts. Das müssten wahrscheinlich 3, 4 Franken pro Liter sein oder 10 Franken. Oder Benzinverbot. Irgend sowas. Also es wäre sehr dramatisch. Nun, damit man nicht erschrickt und das als Ökodiktaturvorlage missbraucht, hat Gabor Doka das noch umgerechnet als sozusagen Budget. Also jeder hat ein Budget, jeder hat noch. Also das ist eine andere Berechnung als die von vorher. 100 Punkte zu gut. Und dann kann er beziehen von dieser Tabelle, was er will. Er kann sagen, ja, da gibt es noch eine, also dieser Tabelle liegt noch eine basale Versorgung zu bieten. Also ein Überlebensminimum ist da schon drin. Also man sieht nur etwas. Wenn Sie die Tabelle anschauen, wenn Sie Lust haben, gehen Sie mal runter zu Rindfleisch. Also ein Kilo Rindfleisch mehr im Jahr, oder? Das würde Ihnen schon fast eine Zugsreise nach Sizilien bereiten. Also man sieht, Rindfleisch ist dramatisch. Man sieht auch, die Grenzbelastung ist nicht nur Klimawandel. Es gibt auch Artenverlust, der vor allem dann bei der Ernährung oder der Landwirtschaft einsetzt. Wissen wir. Gut, also wir müssen anders leben. Da fragt sich, wie? Bei der Ökonomie sage ich nicht viel. Wir haben keine ökonomische Krise, weil wir keine Ökonomie mehr haben. Wir haben nur noch ein staatlich subventioniertes Etwas, das so vor sich hin torkelt, oder? Wenn es nicht mehr läuft, dann gibt es wieder 1 Milliarde Unterstützung. Es ist nicht mehr eine Ökonomie, sondern noch eine Verteidigungsstrategie von denjenigen, die von diesen jetzigen Zuständen profitieren. Das sind nicht nur ein paar Milliardäre, sondern ich genauso, alle, oder? Also wir haben eine Verwertungskrise total, also es funktioniert nichts mehr. Wir haben Arbeitsplatzverluste, die drohen, also bezahlte Arbeit. Die bezahlte Arbeit ist in Krise.
wir werden es nicht mehr bezahlen können. Und dann natürlich die Folgen, über die alle reden, Ungleichheit und vor allem die Care-Economy-Krise, weil von aller nötigen Arbeit in der Schweiz 7,9 Milliarden bezahlt, aber 9 Milliarden Stunden Arbeit, die genauso nötig sind, nicht bezahlt. Weil ist das eine Ökonomie? Nein, das ist Blödsinn. Dann das zum Thema Psychologie nehme ich am liebsten einen Spezialisten. Ich verstehe nichts von Psychologie. Ich habe auch herausgefunden, ich habe keine Seele, ich habe auch keine Psyche. Ich tue nur so. Also Remo Lago ist ein Kinderarzt, ein Kinderpsychologe, und der hat etwas herausgefunden, das mir sehr wichtig scheint. Kinder können nur gut aufwachsen, und wir sind ja alle Kinder, wenn mindestens 350 Leute irgendwie in einer Beziehung dazu stehen. Also er hat dann vorgeschlagen, Gemeinschaften von 350 Leuten wären nicht schlecht. Und dann wären die Leute glücklich. Ich bin nicht sicher, ob es stimmt, aber Psychologen sind sich eigentlich da ziemlich einig, dass man nicht glücklich wird in einer Mondstation allein. Gut, dann die Lösung des Problems. Das waren die drei Herausforderungen, das haben Sie gemerkt. Die Lösung des Problems sieht so aus, das kennen Sie, oder? Das ist ganz einfach. Jetzt versorgen wir 500 Leute in einem solchen Teil, auf einer Hektare, in einem städtischen Kontext, und dann können wir die Lebensweise, von der ich gesprochen habe, relativ komfortabel erfüllen. Das heißt, was Sie vor sich sehen, ist im Prinzip ein 4-Sterne-Hotel. Oben haben die Leute Zimmer, vielleicht 25 Quadratmeter. Wenn Sie eine Familie sein wollen, das interessiert mich nicht, dann schalten Sie 4 zusammen, dann haben Sie 100, das reicht. Und wenn Sie allein sein wollen, haben Sie 25. Und das Wichtigste ist das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss hat nur allgemeine Nutzung. Also das rote Teil ist die innere Ökonomie dieses Gebäudes. Wir nennen das Mikrozentrum. Da hat alle Lebensmittel, kommen direkt vom eigenen Bauern, die Verarbeitung, Restaurants und rundherum hat es noch Coworking Spaces. Also es gibt auf dem Erdgeschoss kein Wohnen. Und oben kann man sich dann einrichten, je nachdem, wie man es will. Aber wenn Sie jetzt da schauen, jetzt sind jetzt mal 8 Geschosse. Wenn man aber sagt, das ist aber berechnet für 30 Quadratmeter pro Person. Wenn man dann sagt, wir sind Helden des ökologischen Wandels und wollen nur 25 Quadratmeter, dann genügen auch 6 Geschosse zum Beispiel. Gut, man kann dann anders aussehen, oder? Das war jetzt kein architektonischer Vorschlag. Das auch nicht, das zeichne ich. Warum zeichne ich solche Sachen? Weil alle sie besser zeichnen können, aber die Leute das lieber sehen. Also es geht darum, ich sage immer, städtische Ideen müssen im Prinzip SVP-tauglich sein. Die müssen Freude daran haben. Man sieht, also das ist jetzt auch wieder so eine Einheit von 500 Leuten. Und das Areal, das kennen Sie auch, das ist der Carparkplatz, wo jetzt weder Car noch sonst etwas steht und auch sonst. Auf diesem Ort möchte ich so etwas bauen. Ja? Wenn Sie eine Idee haben, also sieht da nicht so aus. Das könnte so aussehen. Oder wir können 3 machen. Das wären jetzt auf dem Areal, wo das überflüssige zweite Stadion und die überflüssige 2 Türme gebaut werden soll. Wir können auch 3 solche Lebensräume machen. Nicht nur das, aber auch bearbeitet. Das heißt jetzt hier Thema. Man muss auch, das ist der Reparatur, Recycling, Reuse und so weiter. Also wir bringen die Arbeitsplätze gleich neben die Leute. Also, die Idee ist, innerhalb eines solchen Teils erreicht man alles in einer Minute. Innerhalb eines Quartiers alles in 5 Minuten zu Fuß. Oder dann sage ich jetzt dann 10 Minuten mit dem Rollator gelangt. Gut, das wäre noch so eine andere Geschichte, die vielleicht etwas Aktualität hat. Das ist das Areal Thurgauer Straße. Da gibt es ein städtisches Projekt, kommt auch nächstens zur Abstimmung, wahrscheinlich im November. Die Stadt hat ein Projekt dahin gesetzt, das hauptsächlich darauf basiert, möglichst viele Menschen auf möglichst wenig Raum zu versorgen, was an sich eine gute Idee ist, aber man muss es auch so machen, dass die Leute dann nicht dass sie etwas miteinander machen können. Das ist zwar eine Alternativimpression statt des städtischen Projekts an der Thurgauerstraße, machen wir sowas. Und man sieht, links sind heute Einfamilienhäuschen. Oder? Und an der Thurgauerstraße würde dann so ein Riegel mit Hochhäusern und so weiter gebaut. Und die Einfamilienhäuschenbesitzer, denen habe ich die Skizze mal gezeigt. Und die haben mich zum Teufel gejagt, ich sage, du Schwein, du willst uns die Häuschen wegnehmen und solche Blöcke bauen. Oder? Aber ich sage, aber schaut mal die Blöcke an, ist gar nicht so schlimm. Hat auch grün, oder man kann auch Esel halten, oder was auch immer, es ist lustig.
Und da haben wir 2 Jahre nichts mehr gehört und sind sie gekommen und sagen, wir finden das doch gut. Darum gab es jetzt das Referendum. Also in Zürich, oder meine, gibt es natürlich viele Beispiele von Siedlungen, die habe ich nicht verbrochen, aber es gibt viele Siedlungen, die ein Potenzial haben, diese ökologischen, ökonomischen und sozialpsychologischen Bedingungen zu erfüllen. Ich sage mal ein Potenzial, weil sie zum Teil sehr kompakt gebaut sind, nicht alle, aber die meisten, und auch immer ein paar Sachen machen, die Anfänge von Selbstversorgung mit Lebensmitteln zusammen. Gästezimmer haben fast alle neuerdings, das ist wichtig, dass man, wenn man nirgendwo hin, wenn die Leute kommen, muss man ja nicht zu ihnen gehen, das spart auch wieder private Mobilität, wenigstens an einem Ende. Gut, ich nenne das Teil, das ich da vorschlage, es ist immer ein Vorschlag, oder? Man kann machen damit, was man will, eine integrierte soziale Nachbarschaft. Also der Ressourcenverbrauch ist im Rahmen von PBA, oder das sind eben diese Planetary Boundary Allowance. Also was wir planetar pro Person zugut haben, alle 8 Milliarden. Also so können alle 8 Milliarden leben. Also das ist wichtig. Also Global Climate Justice heißt, wir haben alle das gleiche Leben. Nicht in Einzelheit. Also die einen essen immer noch Currys und die andere Rösti, aber im Verbrauch kann man das für 8 Milliarden Menschen machen. Darum heißt es Planetary Boundary Allowance. Die 500 Leute sind sehr günstig, um das zu machen, weil wenn man teilen und kooperieren muss, und das müssen wir, brauchen wir viele verschiedene Leute, damit ich die nicht von weit her holen muss. Das ist, die Chance ist dann relativ groß, dass ich jemanden finde, der das will oder kann. Es geht auch um Verträglichkeit, es geht um Demografie. Das hat immer 20 Kinder dabei, wenn man jetzt die Schweizer Zahlen nimmt, und etwa ja, ziemlich viele Alte, so in meinem Alter, die da miteinander etwas machen können. Und dann wird die Care Economy, wenn man die so nennen will, es gibt sowieso nur Care Economy, die funktioniert dann, weil es ist alles nahe. Und ich kann, es nützt nichts, wenn meine Spitex-Frau, also ich brauche jetzt auch keine zum Glück, jeden Tag von Uster anreist. Das kann ökologisch nicht funktionieren. Das ist auch sonst dumm. Das muss demokratisch strukturiert sein. Ohne Selbstverwaltung gibt es keine Ökologie, das haben wir schon lange gemerkt. Dann eben ein kompaktes Gebäude und dann noch Verknüpfung mit einer Landbasis, damit wir diese Geschichte mit dem Lebensmittel-Waste, mit der Food-Waste und der Lebensmittelversorgung in den Griff bekommen. Das ist eine Skizze eines Mikrozentrums, das könnte man auch als Belebung von Erdgeschossen bezeichnen. Da hätten wir alle 100 Meter in der Stadt so ein Ding, oder? Die Straßen werden völlig belebt, alle Erdgeschosse genutzt, aber von der Genossenschaft selbst. Wir brauchen überhaupt keinen Business hier. Aber man kann ihn schon haben. Es hat immer noch 2/3 des Platzes für Kleinbusiness. Das ist die Landwirtschaft, also ein Agrozentrum mit allem, was wir brauchen. Etwa, ich habe es mal ausgerechnet, wenn man von Zürich aus geht, mit 50 Kilometer Entfernung, da bringt man alles hin. Wenn man jetzt, kann ja auch importieren, oder? Aber das ginge schon. Und dann hat man eine Tabelle, das ist jetzt auch im Buch Die andere Stadt. Darum, wir haben das ausgerechnet, das sind die Leute, die das machen. Vom FIPL, Forschungsinstitut für biologischen Landbau, wie viel Fläche und Mengen braucht es, um 500 Leute zu ernähren? Das ist die Antwort. Da sieht man, es hat 62 Hektar. Gut, es kommt dann noch Sachen dazu, wie Olivenöl aus Italien, aber dafür schicken wir ihn dann vielleicht Rapsöl, ich weiß es auch nicht. Also man kann schon, es ist kein nationalökologisches Projekt. Kann schon tauschen, aber das sind etwa die Mengen. Wenn man die weiß, weiß man auch, wie man dieses Mikrozentrum dann einrichten muss und wie die Menügestaltung funktioniert, saisonal und so weiter. Das sind die Zahlen, die finden Sie im Buch. Die sind als Anfangszahlen ziemlich belastbar, weil wir machen das schon etwa 10 Jahre ansatzweise. Gut, dann haben wir gesagt, jetzt geht es weiter, diese kleinen Dinge da. Ich bin fast durch mit meinen Folien. Nachbarschaften allein funktionieren nicht, wir brauchen auch neue Quartiere, das heißt, wir müssen die Quartiere vor allem zentrieren. Also die Quartierzentren, das sind 20.000 Leute, ist ein Quartier, oder? Muss groß sein, das hat auch Schulen und so weiter. 2 Schulhäuser je 0,6 Hektar, das habe ich mir von Schulplanern mal ausrechnen lassen, mit, also Primar- und Sekundarstufe. Und damit die Distanzen kurz sind, muss alles, was man, sagen wir, 3-mal pro Woche braucht, innerhalb von 5 Minuten erreichbar sein und im Zentrum. Ja, alle Querbewegungen sind nach Euklid länger. Also das Sachen, die man nie besucht oder nur ganz selten.
wie zum Beispiel die Kläranlage, die kann natürlich am Rand stehen. Das sagt sowieso. Gut, das heißt, es gibt ein Quartier, eine Vorstellung eines Quartiervorschlags, eines globalen Quartiers. Nennt das GLOMO 2, Global Module 2. Geht auch in Afrika, wo auch immer. Das ist keine Schweizer Idee. Gut, und dann kann man sagen, da gibt es noch Länder, aber auf die will ich nicht eingehen. Das wäre jetzt zum Beispiel die Schweiz. Machen wir 7 Regionen, die gibt es sowieso schon de facto, mit allem, was wichtig ist. Und 2 Eisenbahnlinien und dann haben wir es geschafft. Gut, auf der Welt gibt es dann 600 von diesen. Die müssen sich irgendwie einigen. Ich weiß nicht, ob die UNO das noch schafft. Weiß ich nicht. Aber wenn man schon von Global Justice redet, müsste man das irgendwie so hinkriegen. Gut, dann gibt es eine Zusammenfassung, die ich Ihnen erspare. Und am Schluss, alles, was ich jetzt ausgelassen habe, Sie merken, das ist ja ungeheuer lückenhaft, was ich da erzählt habe, aber jetzt ist Schluss. Das ist das Büchlein, da steht alles drin. Und Sie haben 3 Links, die ich Ihnen natürlich empfehle, weil es sind die Links auf Neustadt Schweiz. Wir haben alle diese Forschungsarbeit veranlasst, zum Teil nicht selber gemacht, aber veranlasst in Zusammenarbeit mit denen, die es wissen oder wissen können. Neustadt Schweiz ist eine Gruppe von Leuten, die unabhängig solche Sachen erzählt, wie ich jetzt. Eben fast jeden Tag irgendwo. Nena 1 ist eine Genossenschaft in Zürich, die so etwas mal bauen will in Zürich, zum Beispiel auf dem Karplatzareal. Oder, was mir neuerdings aufgefallen ist, wir könnten auch 20 Nachbarschaften bauen auf dem ehemaligen Dübendorfer Flughafen, das wäre auch nicht schlecht. Hätten wir gleich ein Quartier, das ist noch besser, oder? Um das auszuprobieren. Gibt schon ein paar Interessen dafür. Oder dann haben wir diesen Vorschlag, den ich jetzt skizziert habe, auf einer Website, die heißt New Alliance. Diese New Alliance gibt es nicht. Das ist nur ein Name, es gibt keine New Alliance. Aber es ist immer gut, wenn man eine Alliance hätte. Oder? Da finden Sie den Text, also den ich jetzt, diese Folien mit dem Text. Momentan sind es 9 Sprachen. Das ist jetzt die chinesische Version. Und das ist die italienische, oder? Und da können, und inzwischen hat sich da so ein internationales Netzwerk gebildet, heißt Global Tapestry of Alternatives. Und da kursieren solche Vorschläge mal. Wir schauen, was daraus wird. So, jetzt habe ich Sie zugelabert. Ich glaube, ja, 1/4 Stunde, ein bisschen mehr. Und wäre jetzt, ich würde jetzt mal wieder an Hans Christian übergeben, oder? Und du würdest dann sagen, was die Leute jetzt tun müssen, bevor sie endlich. Das ist, man kann ja bequem beim Bier sitzen, bevor ich dann zum Bier kann. Merci vielmals, Hans. Wie immer super. Ich habe jetzt diesen Vortrag oder eine Version dieses Vortrags schon ein paar Mal gehört. Ich habe einen Vorschlag gelesen, ich habe nach Hause kommen gelesen. Also ich bin ein großer Fan von diesen Ideen, die in diesen Büchern vermittelt werden. Darum haben wir jetzt auch Hans heute eingeladen, weil wir das Gefühl haben, eben, wir sind nicht nur Architects for Future. Meiner Meinung nach, über was Hans spricht, hat sehr viel Städtebauliches in sich. Und wir müssen es holistischer sehen. Hans hat auch über Lebensweisen gesprochen, über Essen, über Nutzungen, wie die vermischt sind, über Stadtstrukturen. Ich glaube, wenn man Architects for Future ist, kann man eigentlich eine Diskussion gar nicht machen ohne diese Themen. Jetzt, wie gesagt, merci nochmal, Hans, vielmal für den Input. Es wäre die Frage in die Runde an euch. Gibt es Fragen zu dieser Präsentation? Sehe ich jemanden? Oder Reaktionen? Eine Frage. Eine Frage, Raffaele. Stellst du sie dir Hans selber? Ja. Bin ich wieder? Hallo. Eine Verständnisfrage zu dieser Grafik. Ja. Aha. Wir sind marine Überdüngung und Stickstoffflüsse sind kein Begriff im Moment. Was ist damit genau gemeint? Also, marine Überdüngung an der Schweiz kommt von den Produkten, die effektiv dann irgendwo im Meer enden. Oder? Das passiert auch in der Schweiz. Also wir tragen global zur marinen Überdüngung bei. Das führt ja dazu, dass zum Beispiel auch dass die Meere ersticken. Oder? Das Zweite ist, Stickstoffflüsse betrifft hauptsächlich die Landwirtschaft. Also Stichwort, es wird zu viel
gedüngt. Oder? Und das endet in den Seen. Das ist da, was ich sagen kann. Ansonsten müsstest du das dicke Buch lesen. Also die Grafik ist mir völlig klar allein. Das ist nur ein Teaser, oder? Wie die zustande kommt, das sind etwa 40 Seiten, kann ich dir nicht sagen. Danke. Ja? Hans, darf ich dir noch gratulieren, wie du das weiterentwickelt hast? Ich habe in der Roten Fabrik noch das Bolo-Bolo-Projekt vom Stauffacher. Ich glaube, das kennst du noch. Das war auch eine Siedlung mit Windrädern drauf und Solar. Und das freut mich, wie du das jetzt da weiterentwickelt hast. Das tut sehr gut. Und das Projekt gibt es immer noch in Karton. Das ja, ist immer noch. Es war mal im Kindergarten, Rote Fabrik. Und die genau. Wir haben es da beim Spielbus übernommen, haben das immer noch. Oh, schön. Schick dir gerne mal ein Foto, wenn du möchtest. Oder kannst du es anschauen kommen. Ja, ein missbrauchtes Architekturmodell, oder? Ja. Aber es ist super Start, war ein super Start dort schon 1980 oder so. Arbeitest du denn mit Kindern? Ich habe mobile Spielaktion gemacht in der Roten Fabrik, ja. Weil es und dran, unsere Neustartsvorschlag als Kinderbuch zu konzipieren. Durchaus. Was ich adäquat finde, oder? Das ist wirklich meine Ebene. Ich war ja auch Lehrer 40 Jahre. Also, wenn die Kinder nicht verstehen, dann nützt es gar nicht. Super, danke. Danke. Also ich habe jetzt, wenn ich das richtig sehe, gibt es zurzeit gerade keine Frage aus dem Publikum. Ist das so? Oder hat jemand eine Frage? Weil sonst habe ich eine. Von mir her kam noch eine. Dario. Okay, Dario, dann stell sie bitte an Hans Wittmer gerade selber. Ciao. Ja, okay. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ja. Ich habe da auch einen Vorschlag offen. Das ist auch ein super PDF. Und du hast ja noch ein paar mehr so Teaser, sage ich jetzt mal, drin, eben so für Vorschläge, so schöne Skizzen. Ja. Wie findet man die? Also ich zeichne die alle selber, oder? Ja. Dann gibt es KI-Versuch zur Architekturszene. Genau, der kann das nicht. Er trägt alle Regeln, oder? Das ist eh klar. Wenn man zu denen kommt, ja, ich weiß es nicht. Also ich mache es einfach. Wenn es kommt, meistens passiert so, es kommt irgendjemand und sagt, du, wir haben das Grundstück und zeichnen ist doch mal etwas, was den Leuten gefällt, oder? Also irgendeine Genossenschaft zum Beispiel in Basel oder so. Und dann sieht sich an, es geht 2-3 Stunden, das ist immer das gleiche, wenn du anschaust, es ist das gleiche Element, oder? Dann habe ich das schnell. Wenn es den Leuten gefällt, ist gut, und sonst kann ich es auch nicht besser. Gut, merci vielmals. Ich gerne auf dich zu. Bevor ich selber eine Frage stelle, gibt es gerade noch eine Frage an Hans Wittmer? Ich sehe keine, dann würde ich sie gerne stellen. Und zwar, oder Raffaele, hast du wohl? Raffaele. Ja, er schreibt im PDF einen Vorschlag, steht auch von den Arbeitsplätzen, die verschwinden werden. Ja. Und der Vergleich mit unbezahlter Arbeit, da kann mir einfach in Sinn, das bedingungslose Grundeinkommen. Wie du da stehst, also was ist deine Meinung dazu? Ich finde, das ist eine dümmste Idee, die es überhaupt gibt, oder? Weil dann monetarisiert man noch Sachen, die eh schon tot sind. Also du kannst das bedingungslose Grundeinkommen den Leuten nur bezahlen, wenn die Wirtschaft weiter wächst. Das willst du ja gerade nicht. Ich meine, es gibt ein gutes Buch von Irmi Seidel. Kennst du sie? Sie ist Umweltökonomin, sie hat ein Buch produziert und das heißt Tätig sein in der postwachsenden Gesellschaft. Und ihre These ist, Geld ist ein Wachstumstreiber. Oder? Das heißt, was wir machen müssen, ist nicht den Leuten jetzt Geld verteilen, das passiert jetzt gerade, damit alles wieder wird wie vorher, oder? Das wollen wir gerade nicht. Sondern die Arbeit anders organisieren, sodass wir sie geldlos bewältigen können und dass alle zu allem kommen. Stell dir vor, das Grundeinkommen für 8 Milliarden Menschen auf diesem Planet, dann hättest du wirklich eine Finanzkrise, oder? Also, und vor allem hättest du eine riesen Bürokratie und für der hätte ich dann Angst. Oder? Das sind meine Einwände. Ich verstehe die Idee schon. Oder man sagt, ja, der Mensch ist da und jetzt muss er leben, jetzt geben wir ihm Geld. Aber das ist genau das Rezept, das seit 250 Jahren nicht funktioniert hat. Es wäre dann vielleicht gerecht, aber würde trotzdem nicht funktionieren. Danke. Ich habe so viele Themen angesprochen, dass ich verstehe, dass man sagt,
Das schaue ich mir dann mal später in aller Ruhe an. Ich würde das verstehen. Es ist auch schon 8:55. Und ich bin gerne, also ihr habt die Links. Ich bin da per E-Mail erreichbar über diese Links. Wenn irgendetwas ist, wo ich helfen kann, oder wenn ihr etwas findet, was euch nicht passt, ja, bin noch eine Weile da. Also nicht hier im Pavillon, aber ja, auch nicht mehr der Jüngste, oder? Aber wir haben am Vorstand von Neustadt Schweiz ein paar gute Leute, die das auf andere Art sehr auch beantworten können, wenn etwas ist. Ich würde mich von euch dann verabschieden. Nein, nein. Noch nicht? Nein. Noch nicht? Ja. Wir haben unsere Zeit für den offiziellen Teil bald aufgebraucht. Wir haben gesagt, wir machen sicher nicht länger als eine Stunde. Ich habe aber doch, zuletzt möchte ich noch eine Frage stellen. Trotzdem möchte ich nochmal fragen, gibt es noch eine andere Frage? Trotz allem gern. Gibt es noch eine Frage an Hans Wittmer? Ich habe vielleicht noch eine kurze Frage. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und es ist immer schön, wieder mal oder eine Vision zu sehen oder Visionen zu sehen, wie es sein könnte. Meine Frage bezieht sich mehr so auf ein bisschen auf die Dynamik, weil ich sehe einfach so den Aspekt der Zeit als die große Gefahr, dass wir einfach zu wenig Zeit haben am Ende, um das zu erreichen, bevor wir in eine schlimmere Situation laufen. Und dazu auch gerne deine Einschätzung, wie du diese zeitliche Dynamik, die Entwicklung in den letzten Jahren erlebt hast und ob du da positiv gestimmt bist, dass wir das rechtzeitig schaffen können oder werden, oder das eher kritisch siehst zum Beispiel. Ja, ich sehe das Problem schon, aber du weißt ja, 1972 hat man Alarm geschlagen, oder? Club of Rome. Seit diesem Moment lebe ich in der Klimakatastrophe. Seit wie viele Jahre sind das? Etwa 50. In den 50 Jahren sagen wir, jetzt müssen wir wirklich etwas machen, oder? Und wir haben auch immer etwas gemacht. Du kannst dann schon sagen, eine Regierung, rein theoretisch, könnte natürlich viel schneller handeln. Das haben wir jetzt ja gesehen bei dieser Pandemie. Oder wir, also für den Umbau der Schweiz zum Beispiel, für ökologischen, haben wir immer gesagt, es braucht 70 Milliarden. Oder das ist der Peanuts. Jetzt haben wir schon fast 50, 60 ausgegeben. Nur damit es weitergeht wie bisher. Und der politische, also wenn der politische Wille entsteht, schnell etwas zu machen, dann geht es auch schnell. Und darum, das Einzige, was man machen kann, ist das, was ich auch immer dabei war, also sich bewegen auf irgendeine Art, schreien, marschieren oder weiß der Teufel was, oder? Irgendwas besetzen, was das Gesetz schön brechen, also nicht hässlich, oder? Wenn es nötig ist. Und diese Dynamik veranlasst dann die Politik zu handeln, oder? Und ich finde, das ist ja der Link, der jetzt passiert mit dieser Klimabewegung. Jetzt muss man sich um diese Politik kümmern. Das machen wir, also ich bin nicht in der Klimabewegung, muss ich sagen, ich bin schon ein bisschen zahlt, aber das passiert, da habe ich gesehen. Und dann geht es sehr schnell. Da kann man in einem Monat die Schweiz umbauen. Fertig. Oder? Aber ich meine, ja, es ist wirklich kein Problem. Dann hört es fertig nicht mehr auf, dann fahren wir nicht mehr auf. Gut, kriegt man ein bisschen. Ich habe gesehen, wie man diese Übergangsprobleme bewältigt. Ich habe mal eine Skizze gemacht, wie man das machen würde. Das Problem ist dann eher auf der Ebene Ökodiktatur. Oder? Dann hat man da nicht Herr Berse, sondern vielleicht einen anderen, weniger sympathischen, der einem das vorschreibt. Oder? Aber ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, ich bin weder pessimistisch noch optimistisch. Wenn jeder das Beste tut, was er kann, dann ist es das. Oder? Ich meine, wo ist der Zauberstab? Du machst, was du gut findest, für dich, was ich bin. Dann stelle ich vielleicht noch meine Frage. Hans, die geht eigentlich in die gleiche Richtung. Und zwar, also persönlich, ich finde die Publikationen genial. Ich kenne Referenzprojekte, die ihr ja auch in diesen Publikationen erwähnt, die wirklich lebenswerte Stadträume geschaffen haben. Ich finde das Rezept ja, spannend. Die 3 Stunden Internet ist für mich immer noch die größte Hürde. Aber ich möchte noch mal ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen. Trotz diesen inspirierenden Beispielen, die schon umgesetzt wurden, und trotz sagen wir, diesem neuen Sichtbarkeit, den jetzt die Klimajugend oder auch die Climate Strike Bewegung geschaffen hat,
Hans, du bist bei Architects for Future. Hast du eine Handlungsanweisung an uns? Was sollen wir machen? Weil ich hätte gern mehr von diesen Ideen oder auch, dass man diese Ideen nimmt als Anfangspunkt. Aber könntest du uns vielleicht noch einen Tipp geben aus deiner Sicht? Was sollen wir als Architects for Future machen? Damit wir, ich glaube, das geht in die Richtung von Ilias, damit wir eben mit dieser großen Aufgabe und diesem Zeitdruck umgehen können. Hättest du einen Vorschlag, was du dir vorstellst, müsste eigentlich die Hauptaufgabe von einem Architect for Future sein? Also ich kann sicher nicht den Architekten vorschlagen, was sie zu tun haben, weil das ist ja ihr Beruf. Mir hat auch niemand vorgeschlagen, die Schule geben soll. Aber ich würde Folgendes sagen, wo die Bewegung läuft, da war ich immer dran, wenn die Genossenschaftsbewegung ist in Zürich relativ stark, es sind immerhin 150 Genossenschaften, die haben schon bald ein Viertel der Wohnungen. Und wenn jetzt die Genossenschaften, die bauen zum Teil, bauen um, machen Ersatzneubauten, wenn die auf euch zukommen, oder? Dann müsst ihr sie verstehen, weil ich beeinflusse inzwischen die Genossenschaft. Wenn ihr jetzt den Vortrag gehört habt, haben den auch viele Genossenschaften gehört. Also es gibt euch eine Sprache, also wenn die kommen und sagen, ja, die Vorstände von Genossenschaften, manchmal sind sie sehr professionell, manchmal auch nicht. Das sind Leute wie ich, die sagen, ja, wir sollen jetzt da was umbauen. Da braucht man einen Architekten, da kann man nicht sein. Und ihr würdet sie dann verstehen und helft ihnen, dass diese Themen, die ich jetzt erwähnt habe, wenn ihr sie gut findet, also klar, dann, dass man ihnen das mitteilt. Hey, du Bauherr, oder wieso macht es nicht so? Das passiert da. Das habe ich gemerkt, das ist durchaus offen. Das ist mein Vorschlag. Also die Bauherren ein bisschen, ihnen ein paar mehr Infos geben. Ich kann das auch machen. Ich mache dann jeweils Vorträge von der GV, oder? Und dann verstehen die Leute nicht so viel. Also, oder sie sagen, ja, schon, oder? Und sie wollen aber lieber ein Modell sehen, wie das dann aussieht, oder? Also ich würde vielleicht sagen, mal nicht zu schnell ein Modell bauen, sondern noch mit den Leuten vorher ein bisschen reden, also diesen grässlichen Prozess, der mit dem P beginnt, oder? Also diesen Partizipationsprozess, nicht allzu sehr auslassen. Manchmal funktioniert der natürlich nicht. Also ich glaube, Partizipation ist etwas, das per Definition nicht funktioniert, aber man soll es probieren. Ich glaube, inzwischen gibt es viele Kollegen von Ihnen, ich kenne ja auch Architekten, Die verstehen das, oder? Und das passieren sehr gute Sachen. Also auch ältere Genossenschaften bauen inzwischen so etwas wie Mikrozentren, wie ich Ihnen gezeichnet habe. Oder sie versuchen, vielleicht kennen Sie das Projekt POT, sie versuchen auch Lebensmittel direkt zu beziehen, noch in kleinerem Maßstab, nicht gerade 60 Hektar, aber eine, und die dann selber zu verarbeiten. Und ein Architekt könnte zum Beispiel sagen, ja, im Erdgeschoss hätte es Platz für so etwas, oder? Das hat ja tatsächlich Platz, weil Erdgeschossnutzung ist die große Krise in dieser Stadt. Jetzt besonders. Oder? Das Kleingewerbe kann keine Erdgeschossnutzung mehr leisten. Oder? Das ist vorbei. Die sind vorher schon tot gewesen, jetzt sterben sie erst recht. Die müssen übernommen werden von genossenschaftlichen Giranten oder so. Das muss man anders lösen. Da habe ich wieder viel geredet. Aber es ist nicht etwas Architektonisches, das ich habe. Also baut ja nicht solche Sachen, die ich gezeichnet habe. Oder? Ihr seht ja alle die Projekte, oder? Der Beat Locher lacht. Alle die Projekte, die vielleicht von mir inspiriert wurden, haben zum Glück aber nicht die Architekten inspiriert, aber die Bewohner, oder? Und ich habe immer gesagt, also Andreas Hofer, der war da architektonisch beteiligt und Kraftwerk, gesagt, Andreas, du baust das Hotel und ich mache den Prospekt und dann kommen die Leute, oder? Also, weil es ist ein Sprachproblem, ich verstehe das schon, ihr möchtet lieber, ihr habt eine Sprache gelernt in der ETH, ich kenne sie sehr gut, oder? Aber viele Leute, die wissen nicht mal, was Ausnutzungsziffer ist oder Dichte, können sich nichts sagen. Sie können sich unter 10 Meter nichts vorstellen. Was sind 10 Meter? Wenn du sagst 20 Quadratmeter Zimmer, gut, dann sagst du, ja, mein Schlafzimmer steht. Aber das sind elementare Sachen, die müsstet ihr dann achten, oder? Also Kindergarten, oder? Aber ja, nochmals vielen Dank. Ich möchte mich jetzt verabschieden von mir aus, egal wie viele Fragen du noch hast, weil es wird hier ziemlich stickig in diesem Häuschen da, oder? Hat mich gefreut, euch zu treffen. Wäre schön, wenn wieder mal etwas zurückkommt von euch, oder? Guten Abend wünsche ich. Merci, Hans. Wirklich fantastisch. Ich freue mich mega, warst du heute hier.
Ich möchte jetzt doch nochmal schnell unseren Dank aussprechen, glaube ich, in aller Namen. Wie ihr gehört habt, eben Hans lädt euch ein, ihn auch direkt zu kontaktieren über diese Links. Ich würde es euch wirklich sehr ans Herz legen, insbesondere dieses Buch. Also wenn ich noch eine Selektion darf machen, dann würde ich allen einen Vorschlag als erstes Büchlein ans Herz lesen. Das finde ich die prägnanteste aller Publikationen. Aber das ist meine persönliche Meinung. An diesem Punkt sind wir jetzt eigentlich fertig. Jetzt ging das etwa eine Stunde. Wir möchten uns mega bei euch bedanken, dass ihr auch heute hier wart. Es könnte sein, eben, dass vielleicht der eine oder andere von euch noch eine Frage hat. Bitte meldet euch bei Hans Wittmer. Bitte meldet euch bei jedem von uns über den Telegram-Chat oder über die Webseite jederzeit sehr gern. Ein Hinweis noch. Ich hatte erwähnt, wie Architects for Future arbeitet. Wir arbeiten in Arbeitsgruppen. Eine Arbeitsgruppe, die wird jetzt neu gegründet, das ist ein Lesekreis und wir haben uns entschieden, dort in gewissen Abständen Bücher zur Thematik zu lesen und zu diskutieren. Das erste Buch oder die erste Publikation, die wir lesen möchten, ist ein Vorschlag. Wenn es euch interessiert und ihr weiter euch über diese Ideen austauschen möchtet, wäre das vielleicht gerade ein guter Moment, wo man noch detaillierter drüber reden könnte. Ich höre nichts, drum hey, merci vielmal für alle, die heute da waren. Echt super cool, dass ihr bei diesem Hybrid-Experiment mitgemacht habt. Noch ein letztes Mal, lest unbedingt einen Vorschlag und lasst euch vom Vokabular von Hans Wittmer inspirieren. Merci vielmal und schöne Abend.